Moin! Wir machen heute ein unfassbar leckeres Kartoffelgratin. Los geht's! Chris schält zuerst die kleinen Schalotten und legt sie beiseite. Sag mal, gibt es jemanden auf der Welt, der nichts mit Kartoffelgratin anfangen kann? Wir denken nicht. Im Anschluss schält Chris auch noch den Knoblauch. Kleiner Tipp, das geht am besten, wenn man ihn einfach zerdrückt. Dann löst sich die Schale fast wie von selbst. Zwei Knoblauchzehen hackt er dann auch gleich fein. Mit der anderen haben wir aber noch was anderes vor. Und auch die Schalotten werden sehr fein gehackt. Und dann geht es schon an den Herd. Wir geben etwas Butterschmalz in den Topf und schwitzen darin die fein gehackten Zwiebeln und den Knoblauch an. Und das wird jetzt noch mit Kräutern aromatisiert. In unserem Fall nehmen wir ein paar Zweige Thymian. Und jetzt wird alles mit Sahne abgelöscht und einmal aufgekocht. Vorsicht, immer ein Auge drauf haben, sonst kocht's schnell über. Nun wird alles gewürzt und das nicht zu sparsam. Also am besten etwas übersalzen. Die Kartoffeln neutralisieren das später dann. Und wir wollen ja nicht, dass das Gratin fade wird. Muskatnuss und Pfeffer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Nur noch der obligatorische Geschmackstest. Und wenn alles super ist, dann werden auch schon die Kartoffeln geschält. Jetzt kann man dann auch schon langsam den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Wir buttern die Form ein wenig aus, so klebt das Gratin nachher nicht an der Form. Und jetzt kommt auch die nicht vergessene Knoblauchzehe wieder zum Einsatz. Einfach die Form schön mit der Knoblauchzehe einreiben. Die wird jetzt natürlich noch klein geschnitten und kommt in die Sahne. Hier wird nichts vom guten Knoblauch verschwendet. Die Kartoffeln schneidet Chris meist mit dem Messer. Tipp, einfach eine kleine Scheibe entfernen und so liegt die Kartoffeln schön gerade auf dem Brett. Und wenn es am Ende zu gefährlich wird, einfach umdrehen und weiterschneiden. Wem das zu aufwendig ist oder wer sich nicht zutraut, gleichmäßige Scheiben hinzubekommen, der kann die Kartoffeln auch einfach mit einem Fingerfacker hobeln. Das geht super schnell, aber Vorsicht, der Fingerfacker macht seinem Namen oft alle Ehre. Die Kartoffeln kann man natürlich richtig ordentlich in der Form anordnen oder man macht es wie Chris und legt sie einfach wirr rein. Jetzt wird die Sahnemischung über die Kartoffeln verteilt, sodass alle Kartoffeln damit bedeckt sind. Und nun scheiden sich die Geister. Mit oder ohne Käse, was sagst du? Bei uns kommt auf jeden Fall eine gute Schicht Parmesan obendrauf. Und zum Schluss kann man dann klassisch noch ein paar Butterflocken drauf verteilen. Der Schritt ist aber wirklich optional. Und nun kommt das Gratin bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 50 Minuten in den Ofen. Die Garzeit der Kartoffeln hängt natürlich auch von der Dicke der Kartoffelscheiben ab. Und bei Umluft geht es ja meist immer etwas schneller. Übrigens, sollte das Gratin dir oben zu dunkel werden, dann decke es einfach mit etwas Alufolie ab und gare es so fertig. Und wenn es dann rauskommt, ist es perfekt cremig und einfach unfassbar lecker. Probier es unbedingt aus. Bis zum nächsten Video, Chris und Marie.